Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch das versprochene Rezept für den Zitronenmandelkuchen ohne Mehl. Dafür als erstes 6 Eier, 125 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und den Abrieb von 2 unbehandelten Bio-Zitronen in eine große Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer oder einer Küchenmaschine für 2 bis 3 Minuten richtig schön schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, 300 Gramm gemahlene Mandeln dazugeben, die Mandeln kurz mit einem Schneebesen unter die Eimasse heben, so lange, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben, und dann sind wir im Prinzip auch schon fertig. Den Teig anschließend in eine mit Backpapier ausgelegte Springform geben. Zum Schluss kommen noch ca. 50 Gramm Mandelblättchen oben drüber und so geht der Kuchen dann in den vorgeheizten Backofen für ca. 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Den fertigen Kuchen nach etwa 20 Minuten aus dem Ofen holen, kurz in der Form abkühlen lassen und danach mit einem stumpfen Messer den Rand entlang fahren, außerdem die Springform lösen und dann können wir den Kuchen auch schon servieren, dafür zum Schluss noch mit etwas Puderzucker bestäuben und dann in Stücke schneiden, auf Tellern anrichten und genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.